Bevor wir ins heutige Video starten, muss ich ein, zwei Worte sagen. Das Material, was ihr gleich zu sehen bekommt, ist am Ende einer Session entstanden, beziehungsweise dachten wir, dass es das Ende der Session ist. Wir hatten schon unser Feierabendbier aufgemacht und kamen dann auf die Idee, dass wir noch was drehen könnten und dafür einen kleinen Mini-Wettkampf veranstalten könnten. Die Idee hat sich dann als doch recht ambitioniert entpuppt, weil wir uns gesagt haben, wir machen einen ganzen Wandsektor, an dem gerade knapp 20 Boulder hängen, was eine ganze Menge Holz ist. Und wir sind das Ganze natürlich mit dem für uns üblichen sportlichen Ernst angegangen. Also wundert euch nicht, wenn gelegentlich mal eine Bierflasche im Bild auftaucht oder die ein oder andere Freundlichkeit ausgetauscht wird. Viel Spaß. Das da ist nicht empfehlenswert. Das hier müsst ihr selbst entscheiden. So, jetzt haben wir hier Daniela, dort Philipp, dort Niklas und Saskia. Und hinter der Kamera, den Typen kennt ihr ja. Wir haben jetzt eine etwas längere Boulder-Session hinter uns. Die war so mehr oder weniger erfolgreich. Und weil wir keine Kraft mehr haben, machen wir jetzt was? Platte, einwandfrei. Philipp, möchtest du vielleicht kurz... Ja, wir machen heute, ihr seht das hier vor uns an dem Plan, auf diesem Tisch, also da. Das war der Bierkauf. Ihr seht das hier an diesem Plan. Wir machen heute alle Boulder nacheinander durch und zwar nur ein Versuch und alle der Reihe nach. An der Nordwandplatte, die quasi neu ist, da steht die andere Kamera und da ist die Platte. Die ist quasi neu, vor 5-4 Wochen geschraubt und wir haben quasi die meisten Boulder schon gemacht, deswegen, ja. Es ist mal interessant zu sehen, ob man sich die Bilder gemerkt hat. Philipp? Philipp nicht, aber der Beste. Also ich gebe ganz offen zu, bei diesem Wettkampf ist meine einzige Chance zu gewinnen, dass der da vergisst, was er getan hat. Das ist nicht nur deine Chance zu gewinnen. Und wir hatten uns überlegt, wir fangen einfach auf der rechten Seite an. Haben die sich überlegt, damit ich direkt abkacke. Weil da gibt es einen Anläufer. So, los geht's. So, Niklas, was machst du jetzt? Ich soll anfangen. Du hast jetzt dich für den Start beworben. Ich würde sagen, wir fangen mit Weiß an. Wenn man so pink, grün. So, Daniela, um jetzt ein bisschen Druck zu erzeugen, du bist als nächstes dran mit dem nächsten Boulder. Was ist der nächste Boulder? Der einfache Pinke. Der einfache Pinke? Na dann, dann kann es ja nicht schwer werden. Der war ja blau, wa? Waren wir beide Hände am Zielgriff? Na, ich weiß nicht. Ich glaube, schön wird angeschlagen. Oh, jetzt ja. Jetzt geht's gleich los. Ich hab die fast geschafft. Was jetzt immer noch so viel hat, aber nur mindestens. Das ist mehr als ich. Aber du wirst nicht überholt. Wie war das nicht? Mit links, gell? Links, rechts, links. Im Kopf und Wand. Spitzen. Nee, das
Also links oder rechts an? Links. Links, rechts, links. Ja. Und Gesicht in die Wand. Ja, ich fange das direkt hinten. Ah, schöne. Guck mal, er hat mich an der schönsten Stelle erwischt. Guck dich an. Zieh die Wand ein. Hallo! Das ist die Nase. Damit geht jetzt Philipp kurz mal offiziell in Führung. Aber nur ganz kurz, ich glaube, gleich geht's weiter. Heute darfst du es auch mal verkacken. Okay, und damit ist Daniela genauso gut wie ich. Vielleicht hast du noch was. Und Saskia kann jetzt auch noch mal richtig vorlegen. Saskia zeigt jetzt einfach, wie es geht. Wenn du ganz entspannt. Jetzt bist du mit in Führung, ne? Ich laufe von meiner rechts. Feuer, 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 Feuer! So schaut's gerade aus. Daniela, nett. Du warst ja auch nett. Bald nicht. Ihr beiden seid damit in Führung. Wie fühlt sich das an? Strebe. Gut. Wird sich gleich richtig ändern. Ja, ich so mega ändern. Führt halt auch mal die Aufmerksamkeit. Das wäre so geil gewesen. Die Base geht vorbei. Versuchst du jetzt echt zu cheaten? Ich dachte, das geht so. Kannst du mal kurz ruhig sein, weil es ist ein Wettkampf. Scheiße, ich war im Messer. Die haben sie gekippt schon wieder. Das ist die einzige Chance, die wir kriegen hier. Aber danke, Niklas, ich hätte es so raus. Ja. Punktabzug für Niklas. Versuchst du jetzt echt zu cheaten? Nein, ich bin so dumm. Du weißt, dass du jetzt eigentlich dafür, ne, bist du eigentlich disqualifiziert, weil... Disqualifiziert? Du hast gerade dem Kerl die Chance gegeben zu gewinnen. Ach. Nur weil du schon einen Punkt zurückliegst, du hast doch bloß Angst. Immer. Angst ist mein zweiter Vorname. Das war ein Depp. Ja, ein Depp hängt an der Wand. Schade, aber das war definitiv ein Kampf.
Willst du wirklich? Muss ich mal sagen. Manu, zeig mal kurz an, wo es ist. Du nimmst den Schlauchgriff, den darfst du als Tritt nehmen. Und an dem reißt du an und darfst du auch als Tritt nutzen, aber du darfst nicht stützen. Also eine Bewegung. Ja, was ist das hier unten alles treten oder was? Also den darfst du maximal noch mit treten. Das heißt, du gehst rüber zu dem, hier oben, Fuß drauf, Schwung holen, bam, bam, und hoch zum Topf. Jetzt auf Hüfthöhe den und dann ziehst du voll durch und stehst auf dynamisch. Und gleich toppen. Ja. Und den, den du rein darfst. Auf den treten, wo du deine Hände gerade hast. Komm, Philipp, auf geht's. Ah, knapp. Ey, lass mal nicht zählen, komm. Mach doch mal richtig. Ist schon. Du wolltest es halt, ne? Ich wollte es halt. Ihr meint doch das Weiß hier, oder? Naja. So, was haben wir jetzt? Zwischenstand. Ach, sind wir schon durch? Tja, Niklas führt eindeutig. Also für mich ist hier gar nicht eindeutig, der hat keinen Negativstrich, ne? Ja, korrekt. Als ob. Niklas ist vorn. Philipp, jetzt wird's mal ernst, ne? Ja. Irgendjemand, ja. Blaue echt. Wir haben jetzt einen der drei richtig schweren Boulder an der Wand. Und du hast die Ehre, den als erstes klappen zu können. Richtig übel. Scheiße, bei der gelben. Tatsächlich ist es sehr lange her, dass ich den gemacht habe. Ich hab auch schon bestimmt. Ich weiß wirklich, was bei dir geht. Den fand ich auch echt schwer. Einmal einfach mal probiert. Dann bin ich nur gegen die Wand gelaufen. Ja. Nee, ich finde sowas geil. Das ging. Schnell ins Hinterhaus. Gibt doch wieder die Zeit. Dass du unter Druck so arbeiten kannst. Ja, jetzt doch. Unter Druck. Sag mal, Niklas. Ja. Machst du den jetzt? Nee. Warum nicht? Ich habe ihn tatsächlich noch nicht probiert. Also es ist jetzt Erstbegehung. Ein echter Flashversuch. Ja. Woran hat's gelegen? Ja, das fragt man sich danach immer. We'll be right back.
ich nervös bin, hat er gefragt. Natürlich bin ich nervös! Das ist eine verdammte Platte! Tja, jetzt haben wir Zwischenstand. Einer rennt weg, weil er sich schon denkt, das wird nichts mehr. Jetzt kommen nicht die ganzen Platten. Philipp ist völlig überzeugt von sich und isst schon mal Pizza. Ja. Saskia auch. Daniela, du hast gerade mal gut vorgelegt. Pizza, verdammt. Niklas, weißt du, was jetzt ist? Halbzeit. Halbzeit. Wir haben es 10 von 20 Bruder geschafft. Und weißt du, was der Zwischenstand ist? Was? Du hast einen versaut, Philipp hat einen versaut. Daniela hat einen versaut und ich habe einen versaut. Also jetzt geht's. Und was kommt jetzt für ein Bruder? Gelb. Und? Wie findest du den? Scheiße. Warum? Also ist er ist schön, aber ich mag Platte und Spacksdrittel. Also so abgefüllt. Ich mag's nicht. Schön, dass du denn jetzt direkt startest. Daniela, was hast du gerade festgestellt? Ich habe festgestellt, dass jetzt der Orange dran ist. Weiße Zettel. Ich weiß noch nicht mal, wie der Anfang geht. Schwerste Farbe. Beste Bedingungen. Mann, warum ist ich denn dran? Weil das auf dem Zettel so steht. Du hast schon so die richtige Karte gezogen, ja? Jetzt kommt der Koordinationsdino. Habe ich bisher noch nicht geschafft. Schon probieren? Ja, mehrmals. Dann läuft's jetzt. Jetzt läuft die Kamera, jetzt läuft's. Sehr gut. Aber riech schon, riech Feuer. Nee, ich habe den schon mal gemacht. Ich finde ihn auch sehr, sehr schön.
aber es ist für mich sowas, was ich ganz schnell mal versauen kann. Weil irgendwie der Token nicht einrastet oder was der Teufel was. Ja, aber den weil die Idee ist ja eigentlich, dass man rüberspringt und das Ganze dann mit dem Token fängt. Also meine Schuhe ordentlich anziehen und hoffen, dass es passt. Ich habe ihn noch nie auf 1 gemacht. Echt? Den schwarzen? Noch nie auf 1. Ach stimmt, du bist ja so Bewegungskurve. Daniela, mach's. Du kannst das. Du kannst voll geil dynamisieren, das kannst du. Komm, das geht schon. Ja, oh, fuck, das war knapp. Wolltest du nicht catchen, wie du da hoch bist? Hab schon nie probiert. Achso, naja. Muss ich mal probieren. Das muss ich jetzt mal probieren. Ja. Na gut, dann probiere ich das mal. Muss ich nachhören? Nee. Ich will auch mal. Ich wollte auch mal. Ich glaub's nicht. Ja, das geht. Das wird auf jeden Fall gehen. Schön. Dann vorbei. Onkel Betonhüfte, betritt die Wand. Das Brot wird uns nicht raus. Jetzt bin aber nicht mal weiter. Da kriegst du heute noch auf die Nase. Was ist denn dir gerade passiert? Tja, ich habe da wohl irgendwie, die Rennleitung hat mich da ermahnt, Videobeweis. Ne? Und ja. Ich habe da irgendwie die Startgriffe verfehlt. Hast du wohl vergessen, ne? Ja, ich war im Flow und mit einmal... Tja, das ist minus ein Punkt. Ja, eindeutig. Jetzt wird's hardcore. Es ist spät und wir sind jetzt beim letzten Bowler angekommen. Und das ist jetzt der Endstand quasi vor dem letzten Bowler. Daniela hat 4 fehlende, Niklas hat 2 versaut. Philipp hat 2, ich 1, Saskia noch ein paar mehr. Okay, das ist jetzt... Also Ralf, kein Druck, ne? Überhaupt kein Druck, aber ich muss den Bowler jetzt schaffen.
Kraft dahinter. Oh, die Füße. Ja, komm auf. Warum hat sie das Trotto verloren? Nice, danke. Komm. Startgriff stellen, Startgriff. Wir den Stand aktuell und da steht drauf, ich habe zwei Boulder verkackt und der da hat zwei Boulder verspielt. Irgendwie. Total sinnlos. Das heißt jetzt, dass wir uns drum betteln müssen, wer den ersten und den zweiten Platz macht bei diesem Spaßwettkampf. Und wir haben jetzt lange diskutiert, was wir machen. Ich wollte dynamischen Boulder machen, also quasi ein paar Griffe weglassen. Philipp wollte irgendeine komische Platte machen. Da habe ich keinen Bock drauf. Also er hat keinen Bock auf dieses dynamische Ding. Und deswegen machen wir jetzt einfach was wir beide nicht können. Wir gehen jetzt an die Himmelslader. Und wer da mehr Züge schafft, der hat nichts gewonnen. Außer die Ehre. Komm, geht noch. Komm. Ja. Scheiße! Ich hab den eingeladen! Oh, das ist doch scheiße! Was war das jetzt? Nichts war das jetzt. Gut. Komm, jetzt aber hoch. Alles klar. Ich würde sagen. Ja! Da war ja gar keine Vertiefung. Herzlichen Glückwunsch. Das war sehr angenehm. So, Philipp, tut eigentlich auch alles weh. Ja, aber es war schön, weil ich habe gerade schon gesagt, man hat mal Boulder gemacht, die man sonst eher wahrscheinlich nicht anfassen würde. Mhm. Das war echt ganz cool. Du meinst die leichten? Egal welche. Ja, das waren jetzt, was haben wir jetzt? Kurz vor eins. Ja. Sechs Stunden Bouldern. Ich sag mal, trotzdem verdient gewonnen. Ich hasse dich. Und was hast du jetzt? Als Sieger des Tages darfst du jetzt das Outro machen. Ich würde sagen, da braucht es eine Revanche, oder? Oh Gott. Auf dich, Ralf. Und wie immer, maximalen Grip.